Hallo, willkommen zu einem neuen Pokémon Presents Reaction hier am 27.02. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Wir fangen sofort an. Let's go. Okay, ich predikte, wir werden die DLC sehen für Scarlet Violet. Wir werden Pokémon Go Sachen sehen, so den üblichen Scheiß. Pokémon Unite. Warum ist der echt? I'm Ishihara from the Pokemon. Wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir auch ein paar Sachen, die ich mir gerne wünsche. Wie ein paar Today, Remakes oder sowas. Und ja, heute ist Pokémon Day. Auch euch das Hochladen wahrscheinlich. Warum ist das Pikachu die ganze Zeit echt? Also warum sieht das so echt aus? Hä, warum? Mr. Chris Brown, warum? Take it away. Hilfe. Ah, das sieht ganz süß aus. Yokohama. Look at this video. Aha. Endlich geht's los. Pika? Ja, frag ich mich auch. Warte, wenn das schon wieder Live-Action ist. Scarlet Violet wurde ja auch mit so einem Live-Action Trading Card Game? Okay, dann doch nicht der DLC, dann ist das TCG? Ja? Was? Okay, das sind die ganz, ganz alten Pokémon-Karten, die ich auch noch habe. Hä? Ha? Neue Art, das zu spielen? I guess? Neue Art, TCG zu spielen? Frag mich nicht. Hm? Kann man sich das kaufen mit dem... Was? Was? Gibt's das auch in Deutschland? Weil das sind ja jetzt englische Karten nur. Pokémon Trading Card Game Classic is designed to be a premium Pokémon. Ich hab die ganzen alten Pokémon-Karten noch. Aber ich wusste nicht, dass das damals anders funktioniert als TCG, weil das wirkte jetzt so, als würden die damit zeigen, ja, damals war anders, da hast du noch diese Chips gebraucht auf den Pokémon oder so. Okay, interesting. We'd like to announce a new Pokémon venture. DLC? We have Miss Min Young Kim from Netflix. Netflix? Mr. Ishihara, thank you for the kind introduction. Was? Netflix? Hi everyone. An entirely new storyline that expands the Pokémon universe. Oh, noch nicht genug groundbreaking stop motion animation. Eine Netflix Serie. Pokémon Resort. Pokémon Resort. Oh, Pokémon tachi ga okyakusama toshite otozureru basho. Kore wa soko de hataraku hitori no concierge no Okay. Bin noch nicht überzeugt. Achso, das war's schon. Okay. Thank you very much. Now, we'd like to present the latest news about our game. Das ist das, was mich interessiert. Die Spiele. Mr. Utsunomiya, please take it away. Mhm. Hello. I'm Utsunomiya. Hallöchen! Zeig's mir den DLC? Have you all been making good progress with your treasure hunt in the Paldea region? Today, we have updates on the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. Wer hätt's gedacht? But first, please take a look at the latest updates about several. Oh, erstmal zeigen sie andere Spiele. Okay, DLC kommt als letztes. Was zeigen sie jetzt? Komm, Spin-off. Unite, okay, das war extrem offensichtlich. Zacian? Ist ja überhaupt nicht OP oder so, ein Legi spielbar zu machen. Und was jetzt? Aber es ist nicht Cafe Mix wieder, oder? Nicht schon wieder. Nur ein kleiner Joke. Was wird das? Pokémon Cook. Pokémon Bake. Pokémon Sleep. Pokémon. Mach's dir selbst. Oh, was? Da ist ein Schlick da. Ernsthaft? Ernsthaft? Wieder Pokémon Cafe Mix? Das Spiel ist jetzt eigentlich mal vorbei. Oh. 3DS. DS. Ich hoffe, you're ready. Cynthia. Here we come. Siegfried, was, warum zeigen sie jetzt die ganzen Champs? Was wird das? Shine on. Pokémon Masters? Shall we begin? Ja, Pokémon Masters, okay. Come on. All right. My wish is
for Galar's trainers to work together to become the strongest in all the world. Warum ist er British? Nein, sag mir nicht, das war's von den Spin-offs. Bitte noch mehr. Nein. Moving on. Please have a look at Nein. this video. Schade. DLC? Gute Nacht. Gute Nacht. Buenas noches. Ernsthaft? Pokémon Sleep? Ernsthaft? Das gibt's wirklich noch? Ist es nicht einfach nur ein Wecker? Was ist denn das? Good night. Hä? Jetzt bin ich gespannt. Da bin ich! Was mache ich denn da? Bouncy! Alter. Was? Okay. Da beginne ich. Aufwachen. Ich mag den Artstyle, aber halt. Oh Gott, die Mann, süß. Aber was passiert da? Was ist das für eine App? Was macht die genau? Macht sie nur so Basic-Sachen oder kann sie noch mehr? Willst du mit Pokémon fangen? So wie ein Pokémon Brush Your Teeth? Ausruhen wie die allerbesten. Pokémon Sleep. Doch kein Pikachu mehr, was schläft als Icon, sondern Relaxo, was schläft. Ich meine, okay, passt besser, aber. Trotzdem kennt man das ja nur als schaffendes Pikachu. Okay, was genau macht das jetzt? But at last, we can bring Pokémon Sleep to you later this year. Ist noch nicht mal draußen. The idea behind Pokémon Sleep is to be a game that makes you look forward to waking up in the morning. To get a better idea of what you can expect, please check out the next video. Sich darüber freuen, aufzuwachen. Welcome to the world of weiß Pokemon ja nicht. Your adventure takes place on sieht schön aus. Ich mag den Artstyle. Das ist schön. On this island, you'll find great big Snorlax. Der Tagträumer. Relax. Professor Neroli. It's easy to play on this island. All you have to do is get a good night's sleep. If you leave your smartphone by your pillow when you go to bed, das ist keine gute Idee. Your sleep will be measured, recorded, and analyzed. Once that's done, was? It will be categorized into one of three sleep types. Dozing, Halbschlaf, Leichtschlaf, Tiefschlaf. Pokémon that tend to sleep in the same way as you did will gather around Snorlax. Was? As you keep this up, you might even discover some rare in-game sleep styles that most will never see. It seems that each species of Pokémon has several sleep styles. Get lots of sleep and try to find them all. Enjoy going to sleep. Wie gesagt, ich mag den Artstyle, aber ich verstehe das Gameplay noch nicht so ganz. Soll ich das mal ausprobieren, das Spiel? Was meint ihr? Next, we'd like to introduce the device das Gerät? You just got a glimpse of. The Pokémon Go Plus Plus. Plus Plus. This is Plus Pokémon Plus. Plus accessory. It is a new device that you can use. Den fällt aber auch wirklich gar nichts mehr ein, oder? It's very simple to use. Das nächste Mario-Spiel wird New Super Mario Bros. Press the button when you press that button once again when you wake up in the morning. Just like that, your sleep data has been measured. Mega unnötig? There's a Pikachu within your Pokemon Go Plus Plus. Pokemon Plus hat ein Mew. Ist viel seltener als ein Plus Pikachu. Pokemon Go Spieler wie like, ja, ich gebe kein Geld aus für kostenlose Spiele. Ich kaufe mir nur irgendwelche Add-ons in Real Life, die ich dann irgendwann nach einem Jahr dann nicht mehr brauche, weil es dann ein neues Add-on gibt, was ich mir dann stattdessen hole und dann immer so weiter. Aber Pokémon Go Spieler. Endlich! Das letzte kommt dann halt. Das letzte, das Beste kommt das letzte, so würde ich sagen. So, was kann mich denn erwarten am Ende des Jahres? Was kommt im DLC? Wir wissen schon, zwei Legis und zwar Viridium und Suicune. Oh, sie sehen so cool aus. Wurde alles schon geleakt, aber trotzdem sieht das voll cool aus. Ja. Kann ich hier mal Terra Crystallize sehen? Das ist in der normalen Form. Please.
sag mir jetzt nicht, man kann die nur in diesen... New Paradox Pokémon have been found in the Paldea region. Yo, wie die aussehen! Walking Wake appears in Pokémon Scarlet, while Iron Leaves can be found in Pokémon Violet. You'll be able to catch them for yourself by claiming victory. Vor allem mag ich Suicune. Ich hab ja auch Karmesin, aber hier ist der wie ist die Bestätigung? Beide Legis sind Version exklusiv. Aber gut, das Bessere habe ich sowieso in Karmesin. Also meiner Meinung nach das Bessere. Was ist denn eurer Meinung nach das Bessere? Lasst es mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. And you'll find that the pattern of Vivian that appear there will change based on the postcard. And on the Pokemon Go side, das wäre voll was für mich, aber ich habe kein Pokemon Go. Again, Pokemon Home Support for Pokemon Scarlet and Pokemon Finally. This year. Stay with you. Okay, noch ein Video. Geht's um DLC? Geht's um Spin-off? Um ein Remake? Real-Life-Szene wieder. Okay, ich glaube, es ist jetzt nicht der DLC. Ich glaube, es ist was ganz anderes. Palim Palim. Das war lustig. Oder ist das doch der DLC? Dieses Pokémon. Dieses Sushi-Pokémon. Okay, Masken. Was so? Das ist ein Spin-off, das ist ein neues Spin-off. Oder? Pass auf, es ist Gen 10 einfach. Imagine. Was geht denn jetzt ab? Das ist der DLC, oder? Ich hab keine Ahnung, was ich denken soll. Ich dachte, ich hätte gerade mal Pokémon gesehen. Fire Emblem? Keine Ahnung. Spaß. Nee, was ist das? Das ist doch die DLC. Das ist doch die DLC. Der Schatz von Zone 0. Ja, und da kann man dann die beiden Legis, die wir vorhin gesehen haben, finden. Hier sehen wir sie nochmal. Nein? Neue Pokémon. Teil 1. Die türkisgrüne Maske. Wieder in mehreren Teilen? Das war gerade Lunala? Nee. Oh nee. Teil 2. Die indigo-blaue Scheibe. What? Oh, what? Herbst und Winter. DLC will be available for purchase for the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. Okay. Wir kriegen mehr Pokémon jetzt für die Legis. The title of this DLC is the Hidden Treasure of Area Zero. The Hidden Treasure of Area Zero will be released in two parts. Okay. With part one, das sind Legis. Also ich meine, sie sehen beide cool aus. With its fearsome mask and Terrapagos, resplendent in its glittering aura. Aha. Ah, warte, ist das rechts nur für Purpur und links nur für Karmesin? Ich finde beide cool. These Pokémon will play in your adventures. The Hidden Treasure of Area Zero okay. Available for purchase on Nintendo. Ja, Leute, ihr werdet das DLC auf jeden Fall bei mir sehen auf meinem Kanal. As soon as you make your purchase, trotzdem total verwirrt. New uniform set. Aha, endlich mal neue Outfits. Aber immer noch nichts groß Besonderes, to be honest. As an early purchase bonus, we've also prepared a serial code that will allow you to claim a special Hisuian Zoroark arc. Goldene Zeit Hisui Zoroark. Ah, we ja. Hope you enjoy these expanded adventures okay, in Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. Oh man, okay, das war's. Ja, was ist eure Meinung zur Direct? Oder halt, besser gesagt, die Pokémon Presents, das ist ja keine Direct. Ich fand sie ganz in Ordnung. Ich fand sie... bisschen zu wenig. Ich meine, die haben irgendwie größtenteils so Sachen gezeigt, die wir alle schon wussten oder schon kannten. Aber ansonsten, die neuen Legis sind sehr interessant. Ansonsten, ja. Wir werden uns den DLC auf jeden Fall anschauen, wenn er draußen ist. Ich hoffe, ihr seid dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!